I am the Jochen, das ist der Frühsport für Sonntag, den 7. Juli 2024. Schönen guten Morgen. Das Halbfinale ist komplett bei der Fußball-Europameisterschaft. Gestern gab es die letzten beiden Viertelfinals. England hat im Elfmeterschießen gegen die Schweiz gewonnen. Ich betone den Satz nochmal anders. England hat im Elfmeterschießen gegen die Schweiz gewonnen. Das ist fast hier das zweite Wort betonen. Und steht einmal im Halbfinale und die Niederlande gewinnen gegen die Türkei. Nach 0-1 Rückstand noch 2-1. Und stehen damit ebenfalls im Halbfinale. Und jetzt spielen sie gegeneinander, und zwar nächsten Mittwoch. Also am Dienstag Spanien gegen Frankreich, am Mittwoch England gegen die Niederlande. Ich bin gespannt, es klingt sehr hochkarätig. Mal gucken, wie es ausgeht und wer da jeweils ins Finale einzieht. Ich lasse euch dann wieder abstimmen. Sollen wir jetzt schon die Abstimmung starten? Nee, machen wir noch nicht. Machen wir nächste Woche, wenn es dann losgeht. Vielleicht Montag oder so. Oder Dienstag. Mal gucken. Gut, dann warten wir noch auf die restlichen Halbfinalteilnehmer bei der Copa America. Den zweiten haben wir gefunden nach Argentinien, hat gestern nämlich Kanada gewonnen, auch im Elfmeterschießen gegen Venezuela. Es sind sehr viele Elfmeterschießen dieser Tage. Und im dritten Viertelfinale, das läuft jetzt gerade eben, da führt Kolumbien schon klar 2-0 gegen Panama. Das dürfte für die auch dann hinhauen am Schluss. Und dann steht natürlich heute Abend noch der Kracher an, also bei uns hier heute Abend, bei euch jetzt gerade in vergangener Nacht, Uruguay gegen Brasilien. Da werden wir mal gucken, wer da noch ins Halbfinale einzieht. Und die Halbfinals gibt es dann auch am Dienstag und am Mittwoch. Läuft so ein bisschen parallel der Betrieb in diesen beiden Wettbewerben. Und dann kommen wir nach Wimbledon, da hat es wieder ganz viel geregnet gestern, ist wieder ganz viel unterbrochen worden. Das kommt nicht so richtig in die Gänge, das Turnier zurzeit. Ein paar Spiele konnten stattfinden, immerhin kann man ja zumindest auf dem großen Platz dann aufs Dach zumachen. Zverev hat gewonnen in 3 Sätzen gegen Cameron Norrie, im dritten Satz der Tiebreak, den habe ich gesehen, der war total verrückt, 17-15, glaube ich, hat er gewonnen. Das ging schon recht lange. So lange dauert manch anderer Satz nicht. Naja gut, kann so es nicht. Jan-Lennard Struff hat sein Spiel fertig gespielt gegen Medvedev, aber leider erfolglos, hat am Ende verloren mit 1-3 Sätzen, damit also Zverev letzter Deutscher im Einzelwettbewerb. Und Djokovic gewinnt 3-1 gegen Popirin, nachdem er den ersten Satz noch verloren hat, ist aber auch eine Runde weitergezogen. Bei den Frauen kommt der große Kracher, Iga Świątek ist raus, verliert in 3 Sätzen gegen Putintseva. Das habe ich nicht kommen sehen, ganz eindeutig nicht und sie wahrscheinlich auch nicht. Aber so ist es nun mal und Caroline Wozniacki ist auch raus, verliert gegen Rybakina. Also zweimal, das ist Kasachstan sind die beiden, ne? Genau, richtig erfolgreich hier im Turnier. Dann kommt es nicht zum Mixed-Abschied oder kam es nicht zum Mixed-Abschied von Andy Murray, denn der muss sein letztes Wimbledon-Match dann streichen, aber nicht, weil er verletzt ist, sondern weil seine Partnerin Emma Raducanu an einer Verletzung laboriert. Und die spielt ja noch Einzel, will sich dafür fit halten und hat deswegen nicht riskieren wollen, dass das noch ein bisschen schlimmer wird. Deswegen hat sie das Mixed abgesagt und das Regularium, Singular, ja, das Regularium sagt, man, er darf keine andere Partnerin wählen und damit ist er ausgeschieden. Damit endet Andy Murrays Wimbledon-Karriere. Ja, am grünen Tisch wohl eher nicht, aber am, ich weiß nicht, was die da haben, braunen Tisch oder was auch immer. Schade, sehr, sehr schade. Im Doppel, wie gesagt, hat er verloren mit seinem Bruder noch vorgestern. Und dann war noch der Gedanke, sein letztes Match hat er dann ja im Mixed. Hat er jetzt aber dann doch eben nicht. Apropos Doppelspiele, da gibt es aus deutscher Sicht Erfreuliches. Franzen Jebens, unsere Kombi, ist eine Runde weitergekommen gegen Bopona Ebten. Muss man auch erstmal schaffen. Herzlichen Glückwunsch in 2 Sätzen. Und Sigmund Krejcikova sind weiter, auch in 2 Sätzen. Ausgeschieden ist Tamara Korpatsch, die ist noch als, Ersatzspielerin nachgerutscht ins Turnier. Ersatzspieler Doppel, was war in der ersten Runde, darf man noch nachrutschen mit ihrer Partnerin Schkovs, aber für die ging es dann auch raus in der ersten Partie gleich. Wir schauen mal aufs Programm in Wimbledon heute. Alles, eigentlich ist Quatsch, das jetzt zu sagen. Wir wissen nicht, wie das Wetter ist. Ich sage euch mal, was ihr theoretisch heute sehen könntet oder wen ihr heute theoretisch sehen könntet. Im Herren-Einzel könntet ihr Alcaraz gegen Humbert sehen, theoretisch. Ihr könntet Sinner gegen Shelton sehen, theoretisch. Wobei Shelton auch noch doppelt spielen muss, das ist auch unterbrochen worden, das heißt, da muss er auch nochmal ran. Das wird jetzt langsam dann für die, die mehrere Wettbewerbe spielen, wirklich auch eng. Sie Raducanu, die dann einfach sich immer auch zurückzieht. Andy Mies könnte theoretisch heute spielen mit John Patrick Smith. Sigmund Krajicek im Mixed könnten spielen gegen Kravitz Panova. Das ist ja ein Duell mit 2 deutschen Beteiligungen, aber auf verschiedenen Seiten des Netzes. Könnte heute also auch über die Bühne gehen. Dann haben wir noch im Damen-Einzel Corey Goff theoretisch dabei. Paolini könnte spielen. Raducanu, wie schon erwähnt, könnte spielen. Damen-Doppel, ja, Krejcikova, Sigmund könnten theoretisch jetzt auch heute schon wieder spielen, aber die hat ja auch noch das Mixed. Ich weiß nicht, wie die das alles lösen wollen. Irgendwas wird stattfinden, um 12 geht's los. Ihr könnt gerne reinschauen bei Prime Video, die werden wieder eine Konferenz zeigen und Einzelstreams und euch irgendwie durch den Tag geleiten. Irgendwas wird gespielt werden und ich sage euch dann morgen, wie weit wir gekommen sind. Das ist momentan alles in Wimbledon ein bisschen, ja, offen, möchte ich mal sagen.
Tour de France, da gab es gestern einen Sprintsieg von Binyam Girmay. Schon wieder der zweite für ihn und auch der zweite für Eritrea bei der Tour de France. Den ersten gab es erst vor ein paar Tagen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Im Gesamtklassement hat sich nichts getan. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, Roglic, das sind die ersten vier, alle Zeitabstände. Unverändert, wenn ich das nicht hier völlig verdattel gerade. Ja, das ist nichts Neues. Gut, also alles beim Alten, geht weiter. Heutige Etappe, ich schenke mir das Etappenprofil, die ist noch flacher als die gestrige. Also das sind, glaube ich, drei oder viermal eine kleine Hügel, vierte Kategorie drin, das war's. Gibt wieder einen Massensprint im Ziel, dann gucken wir mal, wer gewinnt. Live-Übertragung natürlich bei Eurosport 1 und in der Sportschau ab 14 Uhr, da könnt ihr wieder mit dabei sein. Aber versprecht euch jetzt von der eigentlichen Etappe heute bitte nicht zu viel. Ich provoziere es jetzt. Ne? Versprecht euch bitte von der eigentlichen Etappe heute nicht zu viel. Die wird schon nicht so spannend werden. So, jetzt habe ich es ausgelegt. Jetzt muss die Etappe zuschlagen und spannend werden. Ich wüsste aber nicht wie. Also es wird auch dann Montags Ruhetag, Dienstag noch flacher werden. Es wird wirklich erst Ende nächster Woche dann so richtig interessant, wenn es in die Berge wieder geht, also in die richtig krassen Berge geht. Da war der Galipier jetzt zwar schon der Auftakt, aber ansonsten, da kommt noch ein bisschen was. So, oh, lange nicht mehr gegähnt, mal wieder soweit. Gut, dann gucken wir mal weiter, was haben wir noch außer Tour de France, Wimbledon und Fußball im Angebot. Ich habe eine Nachricht vom Basketball, da steigt heute das Finale bei dem Quali-Turnier für Olympia, das heißt Brasilien gegen Lettland. Die treffen heute aufeinander. Einer von den beiden wird der letzte Gruppengegner Deutschlands dann bei den Herren. Das Spiel in Riga übrigens. Meines Wissens aber, glaube ich, nicht sehbar auf den üblichen Kanälen hier. Aber müsst ihr mal gucken, irgendwo gibt es das Olympic Channel vielleicht. Weiß nicht, wer das sehen mag. Dann gucken wir auf die European League of Football. Da hat gestern Frankfurt Galaxy eine ziemliche Abreibung kassiert in Madrid mit 15:46 bei den Madrid. Das ist mir falsch gesagt. Bei den Madrid Bravos. Jetzt ist es auch nicht richtig, aber ihr wisst, wen ich meine. So, und wem das gefällt, die European League of Football, der kann heute zwei Spiele live sehen im Fernsehen, und zwar bei ProSieben Max, das Ganze auch im Stream bei RAN.de oder bei Join. Und zwar gibt es einmal ab 13 Uhr gibt es die Hamburg Sea Devils zu Gast bei den Paris Musketeers. Und dann gibt es um halb fünf eurer Zeit gibt es die Köln zu Gast bei den Rheinfire. Also guck mal, rheinisches Duell. Beides auf ProSieben Max. Guckt gern rein und gönnt es euch, wenn ihr das gerne möchtet. Dann habe ich im Angebot Autofahren, und zwar die Formel 1 in Großbritannien. Da haben die Briten aber gleich mal richtig Heimvorteil ausgenutzt. Im Qualifying Russell vor Hamilton und Norris. Also drei Briten vorneweg. Verstappen nur auf vier in Gänsefüßchen. Und Hülkenberg auf der 6. Schönes Ergebnis für ihn. Ob das natürlich jetzt taugt und trägt für ins Rennen, werden wir mal sehen. Das startet jedenfalls um 16 Uhr unserer Zeit. Könnt ihr gerne mit dabei sein und gucken. Bei Sky natürlich wie immer zu sehen. Ist RTL diesmal dabei? Das weiß ich jetzt gar nicht. Sie ist schlampig vorbereitet hier. Ich glaube, RTL ist diesmal nicht dabei. Vielleicht aber doch. Guckt mal rein. Vielleicht habt ihr Glück und sie übertragen es. Ja, wie gesagt, ich bin hier nicht zu Hause, deswegen nicht alles so einfach wie sonst. DTM, übrigens heute aus dem letzten Mal mit diesem Heiligenschein hinter mir. Ab morgen, wir sind morgen woanders, deswegen muss ich mir morgen eine neue Location suchen fürs Video. Lasst euch überraschen, wo ich dann morgen her sende, aber es ist immer noch nicht zu Hause. Das gibt es erst wieder dann ab nächsten Freitag. DTM gab es auf dem Norisring und da gab es aus deutscher Sicht einen tollen Erfolg. René Rast hat nämlich gewonnen vor Franck Pereira aus Frankreich und auf Platz 3 Luca Engstler aus Deutschland. Also hier zwei Deutsche auf dem Podium, das kann man doch mal so stehen lassen, würde ich sagen. Und beim Beachvolleyball-Turnier in Staats sind Elas Wickler im Viertelfinale ausgeschieden gegen Arman Hellwig. Hat also nicht sein sollen mit der optimalen Olympia-Vorbereitung, aber sie müssen ja auch dann erst fit sein. Das ist ja jetzt hier nur so ein Testturnier gewesen. Das werden sie auch, bin ich mir ganz sicher. So. Habe ich noch was? Nö. Reicht. Ich habe schon wieder knapp 10 Minuten. Lang doch. Das war's, wenn ich sonst nichts übersehen habe. Ansonsten, wie immer, ohne Gewehr natürlich. Ihr wisst, ich bin hier ein bisschen eingeschränkter als sonst. Morgen geht's wieder Frühsport. Von wo auch immer. Wir werden sehen. Und dann schauen wir mal, was in Wimbledon inzwischen noch so weitergegangen ist und was es sonst noch so gibt. Ich werde berichten. Macht's gut, schönen Dank fürs Dabeisein. Und die gucken, wie Brasilien Uruguay ausgegangen ist. So ist es. Sport Digital übrigens. Wer das Video noch rechtzeitig guckt hier, kann noch reinschauen heute Nacht um 3. Also Nacht auf Sonntag. Vielleicht habt ihr ja Glück. Macht's gut, bis dann. Huch, geht's nicht aus, gell? Ist jetzt wieder hell. Tschüss.